Du willst abnehmen und dich endlich wieder wohl in deinem Körper fühlen? Dann bleib dran. Hallo und willkommen bei Devil, deinem Life Coach hier auf YouTube. Du willst deinen Körperfettanteil sinken und schlank, fit und schön sein? Natürlich willst du das. Es hat nur Vorteile, seinen Körperfettanteil niedrig zu halten. Man ist einfach viel wacher, agiler, fitter, gesünder und man sieht auch noch besser aus. Ich war mein Leben lang schlank und sportlich. Ich habe mein ganzes Leben lang immer Sport gemacht und ich hatte nie Probleme mit meinem Gewicht. Aber dann habe ich immer mehr gearbeitet, immer weniger Sport gemacht und dann ganz mit dem Sport aufgehört. Ich saß nur noch vorm Rechner, habe meine Arbeiten gemacht und ungesundes Zeug gefressen, Cola getrunken den ganzen Tag und ich wurde immer dicker. Hier ist ein Bild davon. Und das Ganze wurde dann echt erschreckend. Ich war nur noch krank, hatte hier Wehwehchen, da Wehwehchen, konnte dann gar nicht mehr richtig arbeiten. Wer meinen YouTube-Kanal verfolgt hat, der hat das ja mitbekommen. Ich hatte andauernd Probleme. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt muss ich etwas ändern. Jetzt muss ich abnehmen. Dann habe ich überall im Internet geguckt nach Tipps, was kann ich am besten machen. Und es gibt so viele Techniken und Tipps im Internet, die einen sagen, mach das. Die anderen sagen, mach das nicht und mach jenes. Und jeder Fitnessguru preist natürlich seine geheimen Tipps an für Summe XY. Für eine 600 Euro oder für eine 50 Euro kannst du dieses E-Book kaufen und damit kannst du abnehmen. Und dieses und jenes. Jeder macht tolle Versprechungen. Aber all das brauchst du nicht. All das ist Bullshit. Ich verrate dir jetzt, wie ich es gemacht habe. Und das kostenlos. Der einfachste und zugleich erfolgreichste Tipp ist, dass du jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen eine halbe Stunde Cardiotraining machst. Das ist immens effektiv. So habe ich es gemacht und so hat es funktioniert. Und das Ganze auf leeren Magen. Denn dein Körper darf noch keine Kohlenhydrate oder Zucker von dem Frühstück zu sich genommen haben, denn die würde er dann benutzen, um beim Laufen diese ganzen Anstrengungen zu bewältigen. Hier muss er jetzt also auf die dritte Energiequelle, die der Körper zur Verfügung hat, zurückgreifen und das sind deine Fettreserven. Fett ist pure Energie. Deine Fettdepots sind pure Leistungskraft, Energie und darauf muss der Körper zurückgreifen. Diese muss er dann verbrennen, benutzen und du nimmst ab. Ich war bei der Bundeswehr und dort gehört es einfach zur Grundausbildung. Man hat morgens ein paar Liegestütze gemacht und dann sind wir eine halbe Stunde laufen gegangen. Und wir haben es erst gar nicht gemerkt, dass wir immer fitter wurden und immer weiter abgenommen haben. Wir standen dann irgendwann vorm Spiegel, da meinte ich nur, hey Leute, was ist das denn hier? Was ist das? Und auf einmal hatten wir Bauchmuskeln, weil das Fett zurückgegangen ist und wir gleichzeitig aber Muskeln aufgebaut haben, unseren Körper gestählert haben. Und das ist unglaublich, was für einen Effekt das hat. Wichtig ist, es muss Kardiosport sein. Das heißt, du kannst laufen gehen, Fahrrad fahren, schwimmen. Es muss nämlich alles eine gewisse Herzfrequenz haben. Und natürlich kann man nicht gleich einen Marathon laufen. Du kannst nicht gleich 30 Minuten am Stück laufen. Aber schau einfach, was in deinem Rahmen des Möglichen ist. Lauf einfach. Tu es einfach. Und achte jetzt nicht auf all diese Tipps, die dir alle Flirt- oder Fitnessgurus dort draußen geben, wie du nun am besten an deinem Körper arbeitest und wie du jetzt am besten läufst. Tu es einfach. Kann man Fehler dabei machen? Ja, aber es ist besser, etwas erstmal zu tun, bevor man da jahrelang das Ganze studiert und am Ende gar nichts macht. Geh also raus und mach jeden Morgen, direkt nach dem Aufstehen, eine halbe Stunde Cardiotraining. Es ist einfach unglaublich. Eine halbe Stunde Cardiotraining am Morgen auf leeren Magen ist so effektiv wie 1,5 Stunden Training später am Tag. Und hier sieht man einfach, welche Effekte das Ganze hat. Du musst jetzt auch nicht jeden Tag ins Fitnessstudio rennen und du brauchst auch keinen Privattrainer. Fang einfach an zu laufen, Fahrrad zu fahren, zu schwimmen, was auch immer du machen willst. Aber fang damit an. Aber wenn ich jetzt jeden Morgen auf leeren Magen trainiere, dann schrumpft doch mein Bizeps und ich werde schwächer und meine Muskeln bauen sich ab, oder? Nein, Muskeln bauen sich nicht so schnell ab. Solange du Sport machst und dich den Tag über gut ernährst, werden deine Muskeln nicht auf einmal verschwinden. Muskeln verschwinden im Allgemeinen überhaupt nicht. Sie schrumpfen etwas, wenn du keinen Sport mehr betreibst. Aber hier tun wir ja etwas. Also ganz im Gegenteil, deine Muskeln werden dadurch wachsen. Dein Körper wird es dir danken und du wirst fitter. Nach dem Sport darfst du dann endlich frühstücken. Am besten wartest du noch eine Stunde, damit der Körper erstmal sich akklimatisiert von der Anstrengung und erstmal runterkommt.
In der Zeit kann dein Körper noch weiterhin Fett verbrennen und du kannst in der Zeit duschen gehen, dich schick machen für den Tag und dann bist du bereit für dein Frühstück. Hau dir dann aber nicht einfach irgendwelche ungesunden Cornflakes oder Knuspermüslis rein, denn diese sind purer Zucker. Knuspermüslis und dieser Crunch-Effekt entsteht immer nur durch Karamellisierung, das heißt purer Zucker, das sind Kohlehydratbomben, die werden dafür sorgen, dass du nicht weiter Fett verbrennst, im Gegenteil, dass du wieder Zucker in Fette umwandelst und diese eingelagert werden. Hier hast du also wirklich einen sehr schlechten Effekt. Ernähre dich gesund und ausgewogen. Du kannst natürlich morgens eine Banane essen, die wird dafür sorgen, dass du etwas Zucker bekommst, aber auch Magnesium, einfach Sachen, die dein Körper nach dem Sport braucht. Übertreibe es aber nicht, keine Bananenstaude, eine Banane. Dann etwas Naturjoghurt, Vollkornbrot, einfach Sachen, die gesund sind. Achte darauf, dass du dich wirklich ausgewogen ernährst. Etwas Gemüse dazu und etwas Obst, aber nicht zu viel. Und keine Fruchtsäfte, keine Cola, keine Energydrinks. All das sind Zuckerbomben. Lass all diesen Blödsinn weg. Trink stattdessen Wasser oder Milch. Und das ist gut für dich. Der Körper ist einfach auf diese ganzen Fruchtsäfte und all diese Energydrinks nicht vorbereitet. Dafür ist der Körper nicht gemacht. Der Mensch hat über Jahrtausende nur Wasser getrunken. Etwas anderes gab es nicht. Dafür ist dein Körper gemacht. Evolutionär einfach vorbereitet. Wasser ist das Beste, was du zu dir nehmen kannst. Und gewogene, ausgewogene Ernährung ist wichtig für deinen Körper. Denn all das, was wir heute haben, ist nicht von der Natur so vorgesehen. Und damit bringst du deinen Körper aus dem Gleichgewicht. Und jetzt wird es Leute geben, die sagen, ah, das schmeckt mir aber alles gar nicht. Da kann ich nur sagen, dein Körper muss wieder lernen, was Geschmack ist. Wir sind so zubombardiert mit Geschmacksverstärker und verschiedenen Zuckersorten und Emulgatoren und was da alles drin ist. Wir wissen überhaupt nicht, was für ein Chemiebaukasten da in jedem unserer Lebensmittel drin ist. Wir müssen erst wieder schmecken lernen. Und du wirst merken, dass gesundes Essen viel besser schmeckt. Dich daran gewöhnen und kannst dann nicht mehr darauf verzichten. Du brauchst dann gar keine Schokolade und gar keine Zuckerbomben mehr. Du wirst merken, ein gesunder Start, ein gesundes Frühstück, einfach etwas Gemüse, etwas Obst, Vollkornprodukte, da wirst du dich viel wohler fühlen, auf Dauer. Das waren jetzt meine groben Tipps zum Abnehmen. Das musst du erstmal befolgen, erst einmal das Ganze umsetzen. Natürlich ist das noch relativ einfach und simpel gehalten, denn ich wollte dich hier nicht zu bombardieren mit irgendwelchen wirren Tipps, die du noch gar nicht umsetzen kannst. Fang erstmal damit an. Demnächst kommt noch ein Video, wo ich genau erkläre, wie ich meine Bauchmuskeln antrainiert habe, wie ich da meine Ernährung umgestellt habe, wie ich noch mehr Körperfett verbrannt habe und wie ich das geschafft habe. Hier müssen wir aber noch mehr ins Detail gehen und das Ganze wird komplizierter. Also befolge erst einmal diese Tipps und dann wirst du sehen, du wirst Riesenerfolge haben. Du brauchst all den anderen Blödsinn, der gerade so im Netz kursiert. Jetzt gerade nicht. Wenn du übergewichtig bist, benutze diese Tipps und du wirst Riesenerfolge feiern. Das kann ich garantieren. Du musst dich nur daran halten. Wenn dir das Video geholfen hat und gefallen hat und ich noch mehr solche Videos machen soll, indem ich meine Erfahrungsberichte mit dir teile, dann gib dem Video einen Daumen nach oben, teile es in den sozialen Netzwerken, damit würdest du mich unterstützen und sehr helfen, das liegt mir am Herzen. Ich habe noch viele Sachen, die ich euch erzählen will, zum Beispiel wie ich an meinem Waschbrettbauch kam, wie ich dafür trainiert habe, wie ich mich dafür ernährt habe und da will ich noch weitere Videos machen. Das war bei mir nur ein Nebeneffekt, eigentlich wollte ich gar kein Sixpack, aber gut, ich werde mich jetzt auch nicht beschweren. Das Ganze kann ich mit euch teilen, dazu müsst ihr dem Video aber einen Daumen nach oben geben, damit ich Bescheid weiß. Wir sehen uns dann nächste Mal wieder in einem neuen Devil-Video am Devil-Dienstag oder Devil-Donnerstag zur Devil-Time um 17 Uhr. In dem Sinne, Love, Peace und Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao.